Und jetzt gibt es einen Leak zu einem Adidas Predator, der sehr, sehr geil aussieht. Was tut sich in der Welt der Fußballschuhe? Alle Infos zu den Fußballschuhen deiner Lieblingsstars gibt's jetzt in der neuen Folge der Fußballschuh-News. Peace Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf eurem Fußballschuhkanal Nummer 1 und zu einer neuen Folge der Schuh-News. Dieses Mal mit einer vollgepackten Folge. Zum einen gibt es sehr spannende On-Pitch-Bilder zu Fußballschuhen, die wir in dieser Art eigentlich nicht spielen. Außerdem sehr viele spannende Leaks zu den kommenden Colorways. Da gibt es wohl einiges Krasses, das auf uns wartet. Deshalb würde ich sagen, genug gelabert, wir starten rein in die heutige Folge. Let's go! Bevor wir reinstarten in die heutige Folge, gibt ihr noch ein paar spannende Infos. Zum einen mein neuer Podcast oder beziehungsweise mein allererster Podcast ist raus. Und zwar, ich zeige es euch mal, dran geblieben heißt er. Ich glaube, man kann es erkennen. Erste Folge VfB-Kapitän und Profi-Debüt, dann ins Unbekannte. Dran geblieben mit Luca Mack, die erste Folge ist raus. Das Ganze ist auch auf dem Zweitkanal als Videopodcast online. Ihr könnt gerne mal vorbeischauen, mich freuen. Jede Woche Dienstag gibt es eine neue Folge auf dem Zweitkanal und auf Spotify. Schaut gerne mal bei Spotify vorbei, ist unten verlinkt. Würde mich ultra freuen, wenn ihr einen Kommentar dahinter lasst. Da wird es auch bald ein Gewinnspiel im Podcast geben. Seid auf jeden Fall gespannt. Und Gewinnspiel ist auch ein passendes Stichwort. Denn da geht es noch um diese Fußballschuhe hier. Der unterschriebene Kai Havertz Puma Future wird ja aktuell auf Instagram verlost. Das Ganze läuft noch bis Sonntag, also schaut dort unbedingt vorbei. Und auch das nächste Gewinnspiel ist schon geplant. Deswegen den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dass ihr nichts verpasst. Und wir starten jetzt rein in die heutige Folge. Starten wir also rein in die neue Folge der Fußballschuh-News und direkt natürlich mit dem Fußballschuh, den wir da haben. Den Messi Signature Fußballschuh, brandneu rausgekommen, der Adidas X Crazy Fast in der neuen Lionel Messi Edition. Habt ihr ja hoffentlich auch im separaten Video gesehen. Ist auf jeden Fall ein sehr spannender Fußballschuh, auch wenn leider sehr viele Parallelen am Start sind zu den vergangenen Colorways. Trotzdem muss man sagen, cleanes Colorway und für Messi endlich wieder ein cooler Fußballschuh. Das war ja in der Vergangenheit oftmals nicht der Fall. Unter anderem, wie gesagt, der Schuh für Lionel Messi. Sehen wir natürlich auch on-feed bei ihm. Sieht auch sehr clean aus und er spielt tatsächlich zum ersten Mal auch genau die Version, die wir auch kaufen können. War vorher immer so ein Hybridmodell, wo eigentlich alles anders war im Fußballschuh, deswegen cool zu sehen. Falls ihr euch diesen Fußballschuh sichern wollt, schaut dann natürlich gerne mal unten in der Beschreibung vorbei. Ist wieder ein limitiertes Modell, gibt es aber noch, falls ihr euch den Schuh sichern wollt. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Aber nicht nur Lionel Messi trägt diesen Fußballschuh, sondern ein Barca-Talent, das hoffentlich in seine Fußstapfen tritt, auch wenn das noch zu viel verlangt ist bei einem so jungen Alter. Selbst als Real Madrid-Fan finde ich das krass, was der aktuell schon auf dem Rasen abliefert. Ich hoffe, die verheizen den nicht bei Barcelona. Aber on-feed tatsächlich bei ihm auch der Adidas X Crazy Fast, eine Messi-Edition. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und vor allem ist es auch vielen von euch aufgefallen. Also es spricht sich also auch in der Fußballschuhwelt rum. Wenn wir schon beim Thema schlichte Signature-Fußballschuhe sind, gibt es nämlich hier einen neuen und auch ein sehr cooles Video dazu von Adidas. Und zwar in Neapel. Und zwar gab es hier ein Special Adidas Predator Laceless in Blau und Weiß, angelehnt an das Neapel-Trikot. Fand ich sehr, sehr geil, auch wenn es mega simpel ist von diesem Fußballschuh. Aber die Videoidee und wie das Ganze abgelaufen ist, fand ich sehr stark von Adidas. Erinnert an so einen klassischen Actionfilm. Und auch der Schuh ist eigentlich extrem cool, auch wenn er nichts Besonderes hat. Trotzdem clean, funktioniert natürlich auch. Deshalb finde ich das sehr, sehr cool zu sehen. Special Schuh, wenn auch bei Pogba aktuell nichts kommt. Bellingham, wird mich interessieren, was da wohl als nächstes auf uns zukommt. Kommen wir nochmal zum Nike Mercurial Trainingspeed 008, dem neuen Fußballschuh, eigentlich CR7, aber wohl doch eher von Kylian Mbappé. Er trägt ihn natürlich auch im Spiel und im Training. Sehr, sehr geiles Colorway meiner Meinung nach. Ist natürlich auch unten verlinkt, falls ihr euch den Schuh sichern wollt. Aber eigentlich der CR7-Schuh, wenn auch Mbappé ganz klar in die Fußstapfen getreten ist und die Linie hier fortführen wird. Aber nicht nur bei Kylian Mbappé sieht man diesen Fußballschuh, sondern bei zahlreichen Profis, auch Vinicius Junior wieder mit diesem Fußballschuh am Start. Auch wenn er damals zwischendurch wieder ein bisschen gewechselt ist zum 007 Dream Speed. Und auch ein wahrer CR7-Fan, und zwar Alejandro Garnacho. Auch er unterwegs mit dem Nike Dream Speed 008. Sieht on-feed sehr, sehr stark aus meiner Meinung nach.
ist natürlich immer Geschmackssache, aber sehr, sehr viele Spieler mit diesem Schuh unterwegs, auch Leroy Sané oder auch Ansu Fati. Also es ist wirklich komplett verteilt, passt auch zum Motto, weil CR7 hier als Vorbild für die Spieler dienen soll und zeigen soll, was mit harter Arbeit alles erreicht werden kann. Bevor wir gleich zu den Leaks kommen, wollen wir natürlich das Gegenstück von Puma davon zeigen, und zwar den Puma Future Creativity. Auch den hatten wir natürlich als Fußballschuhkanal Nummer 1 im separaten Video. Auch das ein sehr starker Signature-Fußballschuh, speziell für Neymar eigentlich. Aber dadurch, dass Neymar noch verletzt ist und nicht spielt, hat sich da Puma auch eine ähnliche Geschichte überlegt wie Nike, und zwar zu sagen, der Schuh ist für die jungen Spieler. Da gibt es auch ein cooles Video, coole Bilder dazu, wo man diesen Fußballschuh bei dem einen oder anderen Profi sieht oder Nachwuchsspieler vor allem auch, und wo Neymar auch so als Vorbild dienen soll. Also ist cool gemacht. Allerdings dürfen die den nur für 2 Spiele tragen. Finde ich natürlich schade bei so einem starken Colorway, aber ist auf jeden Fall ja auch verständlich, weil der Fokus auf dem regulären Pack liegen soll. Nichtsdestotrotz kam der Schuh tatsächlich auch als Laceless-Fußballschuh zum Einsatz. Das fand ich besonders spannend zu sehen, denn Puma Future Creativity ohne Schnürung sieht tatsächlich meiner Meinung nach fast noch mal cleaner aus und damit auch die Frage beantwortet, ja, man kann ihn auch laceless spielen. Kommt vielleicht auch nochmal ein extra Test, falls ihr da Bock drauf hättet. Aber on-feed sieht dieses Colorway schon sehr, sehr stark aus. Kommen wir mal zum Thema Nike Leaks, also Fußballschuhe, die noch nicht rausgekommen sind, uns aber wohl erwarten könnten. Dazu nicht mal das Smartphone parat. Es ist hier ein Fake-Fußballschuhverkäufer, das heißt, es muss nicht sein, dass hier ein Schuh rauskommt, aber die arbeiten meistens mit den gleichen Fabriken zusammen, die auch ja, die Marken bedienen. Deshalb blende ich euch mal ein Nike Vapor in einem schwarzen Colorway, aber mit Blau und Lila am Start, beziehungsweise auch so leicht rötliche Farben. Und ich muss ehrlicherweise sagen, das sieht schon wirklich sehr, sehr stark aus. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es tatsächlich so rauskommt. Ist auf jeden Fall ein gewagtes Colorway, aber meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut. Dann ein Schuh, der sehr wahrscheinlich nicht rauskommen wird, so ist nochmal der Nike Mercurial TN in einem weißen Colorway mit ein bisschen weniger oder deutlich weniger lila Details. Auch das sehr, sehr spannend zu sehen, wird aber so definitiv nicht kommen, wobei ja wohl auch noch ein oranges Colorway auf uns wartet. Also leaktechnisch sind wir da schon mal ganz gut ausgestattet. Und zuletzt ein Schuh, der sehr, sehr gewagt ist, und zwar ein pinker Nike Mercurial Vapor in Kombination mit Silber und Blau. Das ist auf jeden Fall auch ein absoluter Brecher, könnte beim Superfly sehr, sehr edel aussehen. Vor allem, das sind ja nur Fake-Schuhe auf dem Bild, das heißt, in echt werden das bei den Elite-Schuhen deutlich cleaner aussehen. Da mal eine aktuelle Umfrage für euch, welchen League-Fußballschuh würdet ihr euch am meisten wünschen? Schuh 1, 2 oder 3 gerne mal unten in den Kommentaren da lassen, auf wen ihr euch oder auf welchen Schuh ihr euch am meisten freuen würdet. Ich muss sagen, mein Favorit ist tatsächlich der erste Schuh, wo er dunkel ist, finde ich ihn sehr, sehr stark. Bin mal gespannt, was ich da von euch unten in den Kommentaren hören werde. Kommen wir zu guter Letzt noch zum Adidas Predator, der dieses Jahr einen krassen Launch gefeiert hat. Bisher gab es da schon sehr, sehr starke Colorways, vor allem im Vergleich zu den vorherigen Accuracy oder auch Edge Colorways. Das heißt, hier war schon die Flugkurve ganz steil nach oben. Und jetzt gibt es einen Leak zu einem Adidas Predator, der sehr, sehr geil aussieht. Ich blende es euch mal ein. Ich würde mich auf jeden Fall ultra freuen, wenn er zurückkommt. Erinnert an einen alten Adidas Predator, natürlich in einer moderneren Art und Weise. Aber der könnte on-feed schon sehr, sehr stark aussehen. Für mich ein absolutes Brett. Ob der so kommen wird, ist bisher noch nicht bekannt. Sieht aber auf dem Bild schon relativ so aus, als würde es kommen. Das wäre auf jeden Fall ein absoluter Brecher, vor allem wenn auch mal ein Schuh Bellingham ein Signature-Schuh bekommt. Falls sich da was tut oder Infos ja rauskommen, wisst ihr natürlich hier auf dem Kanal, werdet ihr es als erstes erfahren. Aber dieser Leak, für mich ein extrem starker Fußballschuh. Das war es auch schon wieder zur heutigen Folge der Fußballschuh-News. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und Fazit, Leute, zu den kommenden Fußballschuhen. Gerne unten in den Kommentaren bei der Abstimmung mitmachen. Schaut dort gerne vorbei. Würde mich freuen, wenn ihr am zweiten Kanal vorbeischaut und natürlich auch den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. So bleibt ihr auf dem aktuellen Stand, unterstützt meine Arbeit enorm. Ist natürlich kostenlos. Deshalb vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.